Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Zuerst einmal will ich mich überhaupt einmal bedanken. Wir sind jetzt dabei 2000 Abonnenten, also die magische Zahl von 2000 endlich übersprungen. Worum geht es in dem heutigen Video? Wir schauen uns da drei verschiedene Sachen an. Überhaupt einmal das System Börse und warum die wenigsten damit eigentlich reich werden. Prinzipielle Gedanken in diese Richtung. Danach schauen wir uns das Thema Inflation und Sentiment an und auch natürlich den kleinen Marktüberblick für heute Mittwoch, den 27. Okay, gut. Wir fangen allerdings mit dem Thema Inflation einmal zuerst an. Und zwar mit dem Punkt, wie stark ist die Inflation überhaupt gegenwärtig? Und da sehen wir dann noch ein Folgendes, vergleichsweise zum Vorjahreszeitraum 12% und, und. Wir sehen aber auch, die Vergangenheit hatten wir auch schon bereits eine Inflation, die allerdings bei 2% gegondelt ist, bis wir dann auch kurzfristig sogar ins Negative, ja sogar deflationäre Umstände hatten, die allerdings sehr dem Ölpreis ausschlaggebend gewesen ist damals, 2020. Danach sehen wir einen extremen Anstieg und was wir jetzt auch sehen, einen Rückgang. Aber dieser Rückgang, da fehlen leider die neuesten Daten vom letzten Monat oder jetzt zu dem Ende gehenden Monat. Und zwar sehen wir das gleich in der nächsten Grafik, dass die Inflation schon wieder am Kommen ist. Wir sehen da den Rückgang einerseits und jetzt die Inflation, die schon langsam aber schon wieder zu drehen beginnt. Jetzt kommen wir gleich zur längerfristigen Ansicht. Und die längerfristige Ansicht zeigt uns hier Folgendes. Und zwar die Tatsache, dass wir hier jetzt da speziell in den 70er Jahren, 80er Jahren, in diesem Zeitraum oder bis zu den 80er Jahren auch bereits eine Inflationsexplosion hatten. Dann noch einen extremen Rückgang und dann ist das Ganze noch einmal von vorne losgegangen. Und das deutet hier auch gewissermaßen an. Wir haben schon einen kleinen Anstieg gehabt. Vielleicht kommt es jetzt dann noch einmal. Jetzt da kommen wir zum Sentiment. Wie ist überhaupt die Stimmung an der Börse? Wir sehen da folgendes Sentiment geht extrem nach unten, wobei hier das das Fear and Greed Index ist. Das heißt, wir haben da verschiedene technische Indikatoren, die da auch noch Einfluss haben. Und da sehen wir jetzt, ja, wir kommen jetzt da schon langsam aber sicher in den überverkauften Bereich hinein. Wir wissen aus der Vergangenheit 2020 kann der überverkaufte Bereich auch relativ lange unten anhalten, über einige Tage, ja sogar Wochen und danach erst nach oben drehen. Also das ist noch gar nichts gesagt, dass jetzt schon der Boden zu finden ist. Auch wer da letzte Woche sich das angeschaut hat, das Video von mir, wird sehen, ja, da sind wir noch bei neutral gewesen. Jetzt ist schon langsam, kommt der Pessimismus hinein. Ist klar, die Kurse gehen auch tatsächlich nach unten. So, auch da, das sind jetzt noch die alten Zahlen. Die werden halt leider erst am Donnerstag geupdatet, aber wir sehen auch hier den Rückgang. Das ist jetzt bezogen auf die USA und das ist hier jetzt da in Europa. Okay, gut, jetzt da schauen wir uns einmal noch auf die ganze, auf die Schnelle mal den Überblick überhaupt an von seitens der Märkte. Wir sehen da Folgendes, was wir jetzt auch gerade jetzt gesprochen haben. Ja, die Kurse fallen jetzt tatsächlich. Meine alte Prognose zum Dow Jones, idealer Zeitpunkt ist hier oben gewesen, wo wir dann in einer Seitwärtsphase noch immer drinnen gewesen waren, halt eben, da diese Hochs und so weiter. Und jetzt nimmt die Sache Schwung auf. Wobei wir schon bereits hier jetzt sehen, dass wir da an einem möglichen Punkt sind, ja, wo halt eine Gegenbewegung sehr, sehr, sehr wahrscheinlich wird.
Und dann nachher vielleicht doch noch tiefer zu gehen, aber das werden wir heute in den nächsten Tagen sehen. Interessant ist, die wertvollste Unternehmen, börsennotierte Unternehmen, ist eben Apple. Auch die sind bereits wieder an diesen Boden angelangt, aber so richtig durchgebrochen sind wir noch nicht. Klar, das ist ein Wochenchart. Wenn wir das im Tageschart ein bisschen näher anschauen, dann sehen wir da hier noch einmal, ja, wir sind auf Messerschneide, hauchdünn sogar, waren wir heute sogar am Dienstag, den 26. tiefer. Ja, fallen wir da unten raus, dann wird es crashartig nach unten gehen. Interessante Aktie, auf die will ich auch noch einmal kurz eingehen. Disney, da habe ich auch letzte Woche drüber gesprochen. Ja, da könnte vielleicht das irgendwie so ein Boden reinkommen. Vielleicht dann noch einmal da ein bisschen da herunten angeln bei 78. Wäre vielleicht nicht uninteressant, die Aktie dann nachher zu kaufen. DAX, der ist unten rausgefallen. Die Linie, die kennt ihr eh schon mittlerweile. Darum war die Short-Idee meinerseits und seitdem gehen wir da nach unten. Jetzt, da kommen wir zu dem Thema, warum sehr viele an der Börse nicht reich werden. Und da habe ich euch eine Aktie mitgebracht, die eigentlich so richtiges zeigt, so richtig zeigt, wie sehr viele Aktien an der Börse verlaufen. Sicherlich, jetzt mögen sehr viele argumentieren und sagen, oh, die Apple-Aktie, die legt doch in einer dazu. Ja, stimmt schon, die Apple-Aktie hat langfristig betrachtet, wenn wir da jetzt da gleich einmal da uns das anschauen, hat die Apple-Aktie zugelegt, aber auch, wie wir so schön sehen, mit extremen Schwankungen. Trotzdem, übergeordnet ist die Apple-Aktie seit 2005 in einer Aufwärtsbewegung. Die Frage ist halt natürlich, wie lang hält diese Aufwärtsbewegung an? Denn schon alleine, wenn man hier da ein bisschen weiter zurückschaut, sieht man hier, tja, auch diese Aktie, diese Vorzeigeaktie hat hier sage und schreibe 80% an Wert eingebüßt. Auch hier, das daneben, auch hier zum Beispiel, rund um das Jahr 2000, die Dotcom-Blase wiederum 80% nach unten. Und danach ist das Ding nach oben gelaufen. Ähnliches Bild finden wir auch hier herüben. Da muss ich das ein bisschen so rüberschieben. Bei der Microsoft-Aktie. Wer sich dort das ein bisschen da zurückschaut, ja, extreme Bewegung nach unten. Wenn man sich das einmal durchrechnet, ja, von hier her oben bis da nach unten 40%, okay, gut, das ist moderat. Aber wenn wir uns dann nachher das ein bisschen weiter zurückgehen, dann sehen wir da, ja, auch diese Aktie hat extrem verloren, da nach dem Jahr 2000, sage und schreibe 60%, da herüben sind wir sogar bei 74%. Das heißt, wer von hier reingegangen ist, hat dann auch sage und schreibe bis hierher fast ein Jahrzehnt lang tiefrote Zahlen gehabt. Bevor es dann nachher wiederum von hier aus gerechnet, bis hier herüben, sage und schreibe 6 Jahre, ja sogar 7, 8 Jahre gebraucht hat, um eben dann nachher ein neues All-Time-Hoch zu erreichen. Ich persönlich bin dann nachher hier in einen Rücksetzer reingegangen, als damals Microsoft mit dem Thema Cloud und so richtig Werbung gemacht hat, war für mich eigentlich klar, ja, die Aktie wird jetzt da wiederum interessant, da haben sie was gefunden. Und das war dann auch eigentlich eine gute Idee. Das heißt, von hier rein und hier wiederum rauszugehen, ist die Bewegung gewesen, die ich da mitgemacht habe. Sicherlich, da unten hätte ich jetzt wieder kaufen können und dann wieder nach oben gehen und. Aber habe ich nicht gemacht. Mein Verkaufskurs daher nach oben, wie gesagt, da ist der Verkaufskurs, ist jetzt dann mittlerweile
Wenn ich jetzt da kaufen würde, täte ich schon wiederum besser kaufen wie vorher. Und jetzt gehen wir gleich wiederum zurück zu dieser Aktie. Was will ich euch damit eigentlich zeigen? Ja, nichts anderes. Die wenigsten werden an der Börse reich mit Kaufen und ewig lange halten. Sicherlich, langfristig legen die Aktien, und jetzt sage ich eh in der Mehrzahl, die Aktien, speziell die Aktienindizes, wo ja sehr viele Aktien hier drinnen sind, beim DAX 30, beim Dow Jones auch 30, bei der Nasdaq sogar 100, die auch immer wiederum ausgewechselt werden. Wer sich zum Beispiel die Historie der Nasdaq anschaut, wird feststellen, da hat es eine Cisco gegeben, die astronomisch zugelegt hat, aber dann nachher rigoros abgestürzt ist. Das ist jetzt eine nette Cisco. Die suche ich da jetzt gleich mal auf die Schnelle raus. Ich hoffe, ich finde sie jetzt auf die Schnelle. Jedenfalls auch diese Aktie, die war halt natürlich damals maßgeblich drinnen. Ich glaube auch Broadcom müsste auch da dabei gewesen sein. Da findet man das jetzt. Na, das ist nachher kommen. Wo ist die Cisco? Die müsste ja auch da irgendwo sein. Ich setze da jetzt nicht rechts, da in meinem Ordner drinnen. Oder schauen wir uns die Oracle an. Sehen wir die da? Ja, da schaut auch zum Beispiel ein Beispiel an der Oracle-Aktie an. Auch diese Aktie hat sage und schreibe von hier nach oben bis da nach unten 84% verloren. Und das hat dann auch bis da hier herüben gebraucht, eben 15 Jahre, bis die Aktie dann nachher dieses Hoch wiederum gesehen hat. Da. Dieses Hoch erst im 15. Jahr und dann ist es gleich wieder nach unten gegangen, um eben dann nachher sogar noch hier im 20. Jahr tiefere Kurse zu haben. So, wo ist die Cisco? Das gibt's doch nicht. Die habe ich doch auch hier irgendwo gehabt. Ah, da ist sie doch. Genau. Und da findet man gleich das Thema jetzt da. Ja. 90% hat die Aktie verloren und ist eigentlich noch immer nicht über den Hoch von damals angelangt. Das heißt, mit anderen Worten, wer glaubt, mit Aktien reich zu werden, unter der Voraussetzung, irgendetwas zu kaufen, was im Trend ist, und ja, dies ewig und 3 Tage, wie der Costolani gesagt hat, kaufen, liegen lassen und schlafen. Ja, das mag zwar sein, dass das in 20, 25 Jahren wiederum vielleicht da herum ist oder sogar noch höher, aber es muss auch nicht so sein. Tatsache ist es, wer eine Aktie in einem bestimmten Zyklus kauft, in einen Abwärtszyklus und dieser Abwärtszyklus sehr weit fortgeschritten ist, hier hat das Ganze hier 2, 3 Jahre gedauert, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, tatsächlich in einem überschaubaren Zeitrahmen von 5, 6 Jahren höhere Kurse zu finden als zuvor. Wer allerdings in einer Aufwärtsbewegung eine Aktie kauft, und dann nachher womöglich meint, ja, das geht jetzt der ewig lang so dahin, ja, kann unter Umständen sehr, sehr schlechte Karten haben, wie wir hier da an diesem drastischen Beispiel ganz einfach sehen. Cisco, was ist Cisco? Die meisten wissen es ja eh. Das ist ein Chiphersteller, der in jedem PC drinnen ist. Gibt natürlich auch die Konkurrenz, AMD. Die finden wir gleich hier. Was sehen wir da? Ja, da sehen wir das H-Gleiche auch. Auch diese Aktie, da müssen wir da sogar einen Monatschart draus machen, dass wir da was gescheit Vernünftiges sehen, geht auch in die 70er Jahre zurück. Und da sehen wir auch die Schwankungsintensivität, wie intensiv das nach unten, aber auch nach oben geht. Das heißt, ein fundamental gutes Unternehmen, welches charttechnisch angeschlagen ist, sollte man eher meiden
und sich dann nachher charttechnisch umschauen, ja, wo könnte ein Boden sein, wo könnte ein neuer Aufwärtstrend beginnen. Und danach sollte man sich eigentlich orientieren und nicht rein an der Idee, kaufen, halten, wird schon gut gehen. Dieses Unternehmen zum Beispiel, ja, das fällt jetzt, das sage und schreibe, müsste man jetzt umdrehen, fällt jetzt von hier oben bis da hierher, sage und schreibe schon 92%. Könnte auch noch tiefer fallen, wenn wir da hier runtergehen. Dann sind wir sogar hier bei 97% angelangt. Und ehrlich gesagt, ich kaufe eine Aktie lieber da hier unten als da hier irgendwo mittendrin, weil die Wahrscheinlichkeit damit höher ist, und das sehen wir hier auch so schön, ein Unternehmen zu kaufen, was in einem überschaubaren Zeitraum, ich spreche hier jetzt davon 12 Monaten, ehender dann noch im Plus ist, sodass man hier ein Stop-Loss zumindest einmal auf Kaufkurs setzen kann. Ohne das Risiko zu haben, ja, das Ding geht pleite und danach verliert man wirklich das gesamte Kapital. Hier noch so ein Beispiel, abschließend. Auch diese Aktie, möge man meinen, ja, ist eh in einer Aufwärtsbewegung. Trotzdem, diese Aktie hatte auch einen drastischen Rückgang von 91% und dann noch 1700% zuzulegen. Und auch hier ist jetzt dann natürlich wiederum die Frage, wie weit, ja, wie tief geht es dann nachher nach unten? Wie er das hoch da heranzieht, ja, momentan sind wir da schon bei 61%, da unten sind wir bei 75% oder fallen wir sogar auf die 84% hinunter. Das ist dann nachher die Gretchenfrage. Wenn dich das Thema wirklich jetzt interessiert, tatsächlich Positionen einzugehen, wo die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, in einem überschaubaren Zeitrahmen positiv im Depot unterwegs zu sein, ja, dann melde dich ganz einfach. Unter dem Video gibt es diesbezüglich einen Link zu Discord bzw. den Anmelde-Link zu mir persönlich. Trag dich ganz einfach ein, melde dich. Und dann können wir drüber sprechen. Okay, gut. Danke fürs Anschauen und wir sehen uns dann nächste Woche wiederum live. Das ist, wie gesagt, eine Aufzeichnung mit dem Marktausblick heute von Mittwoch und eben ein paar Gedanken, warum es sinnvoll ist, sich solche Zyklen und so weiter überhaupt einmal näher anzuschauen. Und ja, warum die wenigsten eigentlich reich werden, weil sie das System des Rückschlages ganz einfach nicht ausnutzen. Okay, tschüss.